Saisonauftakt und eine erste schwierige Aufgabe für den SCS Berlin auswärts gegen Dresden. 15 Minuten passierte nichts, dann die erste Halbchance und während sich AJ noch diebisch darüber freut, läuft der Konterabwurf durch den Torwart und es steht 0:1 gegen die Berliner. Dresden führt. Kurz darauf der bekannte Chip-Pass ins Nichts. Trotzdem resultiert daraus eine Großchance, nachdem 5 Berliner um einen Dresdner rum sind. Wurschtelt er diesen Ball ins Tor, 0:2 in der Fremde. Das schmeckt mal gar nicht. Nur eine Minute später überlegt sich der Berliner Center, dass es eine gute Idee sei, in der eigenen Hälfte zu dribbeln, bleibt folgerichtig hängen und dann stehen. Jetzt gucken wir den Dresdnern bei der Arbeit zu, ein Pass in die Mitte und es steht 0:3. 5 Berliner gucken zu, wie Dresden innerhalb von 2 Minuten auf 3:0 stellt. Und das zweite Drittel sollte auch nichts Gutes bereithalten. Der Pass gegen die Bande wird abgefangen. Ein Pass wieder oben in den Winkel, der Schuss. Und es steht 0:4. Berlin lief jetzt Gefahr, hier richtig unter die Räder zu kommen, obwohl sie eigentlich das Spiel machten. Aber wer das Spiel macht, wird eben auch manchmal belohnt. Diesmal ist es AJ, der sich genauso durchwühlt wie die Dresdner durch die Berliner Abwehr und er wurschtelt den Ball hinten rein. Neuer Spielstand 1:4. Anschließend traten die Berliner den Beweis an, dass im Floorball auch herausgespielte Tore erlaubt sind. Nick auf Christian, der besorgt das 2:4. Doch in die Drangphase der Berliner wieder einer dieser Pässe, die dich am Ende Spiele kosten. Direkt in die Kelle des Verteidigers und das machte Dresden dann einfach schlau hoch rein. Und jetzt freudiges Hacken, einmal Stockschlag, Drehung, Tor. Wieder ein Wuseltor, ein Dresdner gegen 4 Defender. So machst du dir das Leben verdammt schwer in der Fremde. Aber der SCS gab nicht auf. Ein öffnender Ball der Nummer 7 auf den Center, der legt in die Mitte. Und dann ist es ein schönes Tor von Niklas Wangnet zum 3:5. Jetzt kam die stärkste Phase des SCS. Beide Mannschaften mit einem Mann weniger auf dem Platz. Und da zeigte sich dann die spielerische Überlegenheit ein wenig der Berliner. Riesenchance. Kovi kriegt den Ball nicht rein und die Szene ungekürzt. Domme wird gleich den Freischlag ausführen und dann gibt es den nächsten Riesen für Christian, der am leeren Tor vorbeischiebt und dann hat der Torwart eine Idee, nämlich lang nach vorne, das kennen wir bereits. Diesmal schaffen es die Dresdner aber, sich nicht durchzufühlen, was aber überhaupt nichts macht, denn der nächste Pass geht direkt in die Kelle des Gegners und dann läuft der 1:0 und jetzt wusste keiner so genau, was da passiert ist, Tor oder Penalty. Man entschied sich für den Penalty, der wird kalt verwandelt und statt man hier den Anschlusstreffer erzielt in dieser guten Phase, kriegt man schon wieder das Gegentor. Die Folge, der SCS Berlin musste aufmachen, ob er wollte oder nicht. 3-gegen-1 Situation, Riesensave vom Torwart der Berliner, der sie weiter im Spiel hielt. Nach unzähligen Stockschlägen gab es dann tatsächlich mal eine Überzahl. NA7 mit der Rückhand für Ajur zum 4:6. So, und dann wurde es noch mal richtig witzig. Man achte auf den Torwart. Die Berliner spielten empty net. Und das lief am Anfang auch ganz ordentlich. Erst der Schuss, der aber wieder gut gehalten wird von dem gut aufgelegten Torwart der Dresdner. Und dann muss der Torwart wieder ins Tor. Erster Sprint. Und Sprint zurück. Max im Japan-Test. Sprint zurück. Einmal rutschen, einmal zurück, bitte. Und Christian hatte noch einen im Köcher. Er schaut und boah, was ein Pass. Und jetzt läuft Dresden aufs leere Tor zu, aber kann den auch nicht versenken. Der SCS mit einer letzten Halbchance. Die 7 versucht doch mal den Ball irgendwie ins Tor zu wursteln. Und dann war zum Glück Feierabend. Verdiente 3 Punkte für die Dresdner, die es einfach heute cleverer machten und ihre Chancen vor dem Tor nutzten. Danke Jungs, war nett bei euch. Tschüss.